Guten Tag Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, wie unglaublich traumhaft es hier ist. Das zeige ich euch auf jeden Fall alles noch, Leute. Ich hoffe natürlich, dass man erkennen kann, dass ich jetzt eine neue Kamera habe. Ja! Ich merke jetzt schon, dass es auf jeden Fall schwerer wird zu vloggen, weil die Kamera ein wenig schwerer ist. Was es genau ist für ein Teil, das werde ich euch dann irgendwie später nochmal erzählen oder blablabla. Genießt mal eben mit mir kurz hier diesen Ausblick. Das ist ja einfach nur der Wahnsinn, oder? Ich weiß nicht, ob es manche von euch mitbekommen haben, aber ich bin ja jetzt schon ein paar Tage hier auf den Malediven. Warum ich hier bin, wie, was, warum, das erkläre ich euch auf jeden Fall gleich. Aber so alles so unbeschwert, man hat keine Probleme. Wellen sind doch jetzt ein bisschen zu laut hier für mich. Deswegen lass uns mal irgendwo hingehen, wo es ein bisschen ruhiger ist. Und dann versuche ich euch mal ein bisschen zu erklären. Ich weiß noch nicht, ob das alles funktioniert, weil das tatsächlich das erste Mal ist, dass ich diese Kamera so wirklich in Gebrauch habe. Aber schreibt da auch gerne mal einfach einen Kommentar rein, ob es gut ist, ob es scheiße ist. Das würde mich sehr interessieren. Das sieht so unglaublich geil aus. Was? Was ist denn hier los? Hi, Baby, hi. Ich schwöre. Seht ihr das? Da. Baby, hi. Baby, hi. Alter, womit habe ich das hier gerade verdient? Das ist ja unglaublich. Das sind doch die Momente, Leute, für die man lebt, oder? Das ist einfach nur unbeschreiblich. Ich wollte euch jetzt einmal kurz erklären, gefühlt wiederhole ich mich hier auch alle 10 bis 15 Mal, aber ich merke schon jetzt, ich habe so ungefähr 10 Tage oder so jetzt keine Videos gemacht, weil ich ja ein bisschen vorproduziert habe, weil ich diesen Urlaub ein bisschen genießen wollte. Den Grund erfahrt ihr jetzt gleich. Ich merke schon, es ist schon ein bisschen schwieriger, wieder so vor der Kamera zu reden und so. Blah. Hier ist einfach so absolute Entspannung pur und es ist einfach wirklich, wer hier nicht entspannen kann, der weiß nicht, der ist ein bisschen komisch im Kopf, ne? Im Titel habt ihr ja dann schon gelesen, dass das hier mein großer Lebenstraum ist. Nicht irgendwie alleine mal irgendwie an so einem schönen Ort zu sein wie den Malediven, sondern ich merke schon, ich labere einfach nur so unendlich viel Kacke, Alter. Und zwar, ich habe in meinem Leben einen richtigen Lebenstraum gehabt. Weiß ich nicht. Ja, eigentlich ist der jetzt immer noch. Und zwar, ich habe mir früher immer vorgestellt, einmal in meinem Leben mit meiner Familie, also mit meiner Schwester, meinem Vater und meiner Mutter, am Strand zu liegen, in so einer Hammer-Location hier. Es musste nicht unbedingt Malediven sein, aber ich wollte einfach an so einem Traumstrand liegen und ich will dieses eine Foto mal gemacht haben, beziehungsweise ich hatte das Foto genau in meinem Kopf, wie das aussehen sollte. Also das war so immer, danach war mir alles egal. So, wenn das irgendwann mal passiert, dann bin ich einfach glücklich im Leben und zufrieden und irgendwie vollkommen oder so, weil das irgendwie was ganz Besonderes für mich ist, vor allem mit seiner Familie. Da teilt man so viele schöne Sachen mit, auch manchmal ein bisschen ärgern hier, ein paar Unstimmigkeiten, dies, das, aber im Endeffekt ist immer Family first, also Familie ist einfach das Wichtigste im Leben, finde ich, weil die immer hinter einem stehen, egal was ist. Ich weiß nicht, es gibt natürlich auch Leute, die viele Probleme in der Familie haben, aber man kann irgendwie immer alles zum Positiven wenden, finde ich. Und ich habe das Glück, dass ich eine total bescheuerte, kranke, aber auch einfach mega geile Familie habe. Schöne Grüße gehen auch nochmal raus an die, die auf jeden Fall jedes Video immer von mir gucken. Und egal, selbst im Urlaub, wenn kein Internet da ist oder irgendwas, die gucken sich trotzdem irgendwie. Keine Ahnung, ob die einen Satelliten anzapfen oder keine Ahnung. Aber die schaffen halt irgendwie das Video zu gucken und mir dann ein kleines Feedback zuzugeben, weil ich auf jeden Fall mega geil finde, ja. Und wie gesagt, das war mein Traum, irgendwann mal mit meiner Familie an so einem Strand wie diesen hier zu liegen, dieses eine Foto zu machen und dann im Kopf zu behalten. Ja, ich habe es geschafft. Ich habe meinen Lebenstraum hiermit erfüllt. Ich zeige euch jetzt mal hier die andere Seite, weil die auch schön ist. Natürlich gibt es auch noch viele andere kleine Träume, die man so hat, die ich euch jetzt natürlich nicht verraten werde. Wenn die passieren, dann zeige ich euch die. Es ist einfach immer gut im Leben, auch solche Sachen, ja, sich als Ziel zu setzen. Ich zeige euch hier noch nicht zu viel von diesem ganzen Umfeld und so, weil das sollt ihr in diesem hoffentlich geilen Impressionsvideo sehen. Da stecke ich richtig viel Arbeit und Mühe rein. Ich habe auch hier die ganzen Tage gefilmt und alles. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, das wird euch sehr gefallen. Macht euch das Leben so perfekt wie möglich. Ich habe jetzt ein bisschen das Handy weggelassen, habe aber trotzdem mal hier und da mal reingeschaut bei diesem letzten Video mit diesem Mir reicht's. Gab es echt richtig viele Kommentare, richtig viele gute Kommentare, wo ich auch echt glücklich drüber bin, dass viele auch das Leben positiv leben wollen. Und wieso soll man so viel Negativität haben, wenn man auch solche schönen Sachen hier haben kann? Natürlich hat das für mich viel Geld gekostet, so, und auch diese Arbeit dahin zu diesem Traum, einfach Geld an die Seite zu legen, zu sparen. Ich habe, glaube ich, wirklich schon mit
mit 15, 16 habe ich da angefangen, schon Geld zur Seite zu legen, weil ich wusste, irgendwann will ich das mal machen. Und irgendwann kann es auch schnell mal zu spät sein. Man kriegt es immer wieder mit. Leute, keine Ahnung, kommen ins Krankenhaus, bla. Wir sind da natürlich auch nicht von verschont. Keiner ist davon verschont. Und ich habe mir dann jetzt einfach gedacht, jetzt oder nie. Wir haben jetzt die Möglichkeit. Jeder hat sich freigenommen für diese Zeit. Wir waren jetzt oder sind 14 oder 12 Tage oder so weit hier gewesen. Und das ist einfach nur traumhaft, mit seiner Familie solche Erfahrungen zu teilen. Und ich bin mega glücklich, dass es meiner Familie selber auch so mega gut gefallen hat. Wie gesagt, in den nächsten Tagen seht ihr hier nochmal ein bisschen Bildmaterial von dem Zimmer, von diesem Ganzen drumherum, weil viele von euch auch auf Instagram gefragt haben, machst du noch ein Video hier und alles. Ab jetzt bin ich irgendwie ein glücklicher Mensch. Und wie man sieht, hier sind auch andere, viele glückliche Leute. Ich habe mir vorher gedacht, ich will diese ganze Sache gar nicht filmen, also alles irgendwie nur auf meine Familie konzentrieren, aber ich wusste, man hat natürlich in 12 Tagen oder so hat man natürlich auch mal ein bisschen Freizeit und alles. Ich bin da mal gerne einer, ich kann jetzt nicht irgendwie 5 Minuten auf dem Hocker sitzen irgendwo und mich ausruhen. Ich muss immer irgendwas machen und deshalb, weiß nicht, will ich auch die Erfahrung ein bisschen mit euch teilen. Ich habe die einfach nur megamäßig mit meiner Familie geteilt und da war nichts von wegen mit, ja, tu mal die Kamera weg oder irgendwas. Also das hat gar nicht gestört. Ich hoffe, euch hat es gefallen, meine kleine Aufklärung jetzt hier. Es ist jetzt natürlich kein mega aufwendiges Video, aber dafür kommt dann in den nächsten Tagen das fette Impressionsvideo, was dann natürlich mega geil wird. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt bis dahin, könnt ihr diesen Kanal sehr gerne abonnieren. Ist kostenlos, könnt ihr einfach hier klicken. Ein Daumen hoch würde mich natürlich auch freuen. Und ich würde mal sagen, es ist natürlich jetzt gerade ein bisschen bewölkt, aber dafür haben wir Babyhaie gesehen. Auch noch wir zusammen, Alter, wie geil. Deshalb, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao.